heute beim Thekencast. Eigentlich bin ich kein Actionheld, aber ich bin hier gerade in diese Rolle reingezwungen worden und kann auf einmal alle platt machen. Aber hey, schaut meine Schultern an, schaut meine Schultern an. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Das musst du nochmal angucken. Das ist echt gut. Ich habe das Gefühl, ich tauche langsam aber sicher in den kranken Geist des Max Schuck ein. Das ist ganz gruselig. Now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happened. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks. Hallo und herzlich willkommen bei Drei Männer und einem Film, der Movie Break Theken Podcast. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr das Vorgeplänkel nicht gehört habt, das Vorgespräch, denn es war sehr amüsant. Ich hoffe mal, dass wir diesen Flow, diesen Esprit, diese Werf weiter verwenden können. Diesen Podcast ist ja super. Ihr hört den Max lachen und wo der Max lacht, ist der Kühne nicht weit. Hallo Jungs. Na? Hi. Ja. Schön dabei zu sein. Du musst dich nicht immer bedanken dafür, dass du dabei bist. Du gehörst zum Team. Das ist, Das ist wie Kühne, der immer erklären muss, worum es im Virgin Cast geht. Ich brauche ein bisschen, um das abzulegen. Das mache ich doch schon lange nicht mehr. Ja, ich sagte, aber du brauchst das auch lang genug. Fick dich. Wir nehmen schon auf, gell? Ja, wir nehmen schon auf. Wollt ihr eine schöne Geschichte vom Onkel Stu hören, die nichts mit diesem Film zu tun hat? Endlich. Ich habe eine Lektion gelernt, und zwar, wenn man kotzt und dabei eine FFP2-Maske auf hat, ist uncool. Tatsächlich hätte ich dir das wahrscheinlich auch ohne diese Geschichte beantworten können. Ja, aber das war Mutmaßung. Jetzt habe ich einen harten Fakt. Es ist scheiße. Mir war es wichtig, dass du es in eine lange Anekdote eingebunden hast. Ach so, ja, ich saß an der Bushaltestelle, habe auf den Bus gewartet und plötzlich wurde mir ein bisschen schlecht, aber wirklich recht rein, ganz schnell. Und dann plötzlich habe ich, ja, gespeit, wie es in Bayern heißt, und hatte die FFP2-Maske halt noch auf. Und muss sagen, es war ein Erlebnis. Es war jetzt nicht viel Kotze, aber es gibt trotzdem angenehmere Sachen, als mit tragender FFP2-Maske zu kotzen. Was unter anderem angenehmer ist, ist diesen Podcast zu hören. Wahrscheinlich, hoffe ich. Gebt uns Feedback. Ein angenehmes Hallo an die, die bis jetzt noch nicht abgeschaltet haben. Ja. Dieser Podcast ist wie die zweite Maske, die man in so einem Fall dabei hat. Ich war gestern noch einkaufen recht spät und habe gesehen im Rewe, oh, sie haben ja FFP2-Masken abgepackt, aber nur noch pink. Und dann habe ich wirklich gefragt, haben sie noch andere Masken da? Und dann sagte die Verkäuferin, ich muss dazu sagen, es war 10 Minuten vor Ladenschluss. Nein. Ende der Anekdote. Ah, okay. Ich trage auch pink. Mhm. Okay. Schön. Okay, liebe Leute, ich glaube, wir sollten jetzt mal dieses Anekdoten Ding da sein lassen. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Lass uns wechseln zu dem, warum wir hier sind, nämlich Bier und Filme. Und wir fangen mit dem Bier an. Lieber Max, was kredenzst du heute deiner Leber? Also, ich war heute einkaufen und habe festgestellt, dass mein Edeka eine ganz schlechte Auswahl hat an Mischgetränken. Und dann habe ich mir gedacht, schnappe ich mir ein Desperados in der Dose. Und dann stand daneben ein Salitos in der Dose und ich wusste nicht, was besser ist. Also habe ich mir beides gekauft und werde jetzt während dem Cast den ultimativen Vergleich machen. Und es wird jetzt gleich zweimal ploppen und ich hau mir jetzt diesen Liter rein. Aber nicht beide Dosen zeitgleich, oder? Das könnte eine Sauerei geben beim Trinken. Abwechselnd. Ja, Desperados, gut wie eh und je. In der Dose allerdings eindeutig weniger aromatisch, muss man einfach mal sagen. Und jetzt das Salitos. Besser. Damit wäre das geklärt. Wenn ihr übrigens Bierproben habt, die ihr Max zukommen lassen wollt, damit er seinen, ja, ich möchte sagen, seinen schucktastischen Gaumen daran versucht, lasst es uns wissen. Wir stellen den Kontakt her. Schucktastischen Gaumen.
schocktastisch. Ich trinke das nur, um das hier alles zu ertragen. Okay, ich dränge nämlich mal vor. Ich habe auch ein Dosenbier. Ich wollte eigentlich ein Flaschenbier, aber mein Flaschenöffner, mein neuer ist scheiße. Kühne kann es bestätigen. Der hat am Wochenende mir zugehört, wie ich gefühlte Stunden damit verbracht habe, diesem scheiß Flaschenöffner eine Flasche zu öffnen. Gefühlte Stunden ist falsch. Es waren genau 7 bis 10 Minuten, die du gebraucht hast, mit diesem Flaschenöffner eine Flasche aufzumachen. Beeindruckend. Danke, ich war auch sehr stolz und naja. Jedenfalls habe ich mir jetzt, da ich gestern auch unterwegs war, ein Mixery geholt, ein grünes, und ich sehe jetzt erst, was das Grüne bedeuten soll. Es ist nämlich ein Mixery Ultimate Lemon und ich finde, das passt perfekt zum Film, weil der Film ist auch total Ultimate. Ja. Gut, ich mach's mal auf. Ja, ich weiß noch nicht, wo du die Lemon da findest, aber okay. Oh. So. Prost. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich hätte mir auch unglaublich gerne ein Dosenbier gekauft. Aber ich darf ja seit 10 Tagen die Wohnung nicht verlassen. Grüße gehen raus an Corona. Und deswegen habe ich tatsächlich nur mein Standardbier hier, ein Brinkhoffs Nummer 1. Und das werde ich mir jetzt genehmigen. Aber für alle die gerade traurig sind, ich darf ab morgen die Wohnung wieder verlassen und bin wieder ein freier jetzt Mann. Jetzt sind alle traurig. Das war saftig. Boah, ich habe jetzt schon Sodbrennen. Weißt du, schmeckt genauso gut wie die beiden, die ich mir heute Mittag in der Sonne schon reingehauen habe. Ich bin bereit. Okay. Quarantäne kann so schön sein. Entschuldigung. Okay. Wir haben damit das Bier hinter uns gebracht. Das heißt, wir kommen jetzt zum Hauptakt, nämlich den Film. Und das ist Sudden Death. Tonight, 17,000 hockey fans have been taken hostage. Enough bombs have been planted in this building to stop all the clocks in the hemisphere. But only one of them knows it. I'm gonna try to stop you. I know where the bombs are, so I know where you're going. Then come and get me. We are gonna do this by the numbers. What number was that? Now he has more to lose than anyone. I said, no vehicles on the grounds, no helicopters in the air. What part of that did you not understand? Jean-Claude Van Damme. Powers Booth. Und wie immer beginnen wir unsere lustige Plauschrunde mit der Frage, wann habt ihr Sudden Death zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Dieses damals kann man jetzt auch ein bisschen weit auslegen, deswegen fange ich mal mit dir an, Max. Also ich erinnere mich damals eigentlich noch recht gut dran. Das war während der Russland-Krise im Frühjahr 2022 und ich bin vor einer halben, dreiviertel Stunde fertig geworden mit dem Film und er war kurzweilig. Das wird ein schöner Cast. Ich merke es jetzt schon. Ja, ich höre jetzt auch schon raus, wie sehr Max keinen Bock auf diesen Film hat. Lass es uns schön lange herauszögern. Okay, okay. Die Spannung steigt. Ja. Vielleicht ändert Max noch seine Meinung. Wir wissen es nicht. Ich habe auch gar nichts gesagt. Ich habe nur kurzweilig gesagt. Was soll denn der Scheiß? Okay. Du bist im falschen Format, wo man irgendwie dann so Arthouse-Filme oder sowas bespricht. Ich bin hier vollkommen richtig. Der lallt schon wieder. Ich bin mit Desperados auch bald fertig. Wenn Sudden Death von Sönke Wortmann gedreht worden wäre, hieß der Film auch nur plötzlich tot. Naja. Ja, der ist ein bisschen untergegangen. Der ist so versandet. Ja, ich weiß. Okay, Kühne, wie ist es bei dir? Ja, der Klassiker, ich habe den irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Ich glaube, bei der ersten Fernsehausstrahlung, so 98, 99 so, mit 10 oder 11, so als dann gerade so die Actionzeit bei mir losging. Ja, war damals gut. Also Klein Kühne hat sich gefreut, das Ding zu sehen. Wie Max sagt, nur ich sage es in einem anderen Tonfall, er war sehr kurzweilig, es passierte viel, es explodierte viel. Muss aber dazu sagen, dass ich bis heute und auch damals schon nie ein großer Van Damme-Fan war. Aber kann so viel vorwegnehmen, ich glaube, in meinen Augen mit Van Dammes Bester. Ja, ich habe den Film damals bei einer Freundin gesehen,
mit ihrer Mutter zusammen. Das war noch so zur Schulzeit. Und die Mutter hatte so die Angewohnheit, mit ihrem Ehemann Sicherungskopien von Videotheken-Kassetten anzufertigen. Ja, wer kennt das nicht? Als sicherheitsaffiner Mensch ist man zur Videothek gefahren, hat sich die Filme genommen, kopiert, denn nicht, dass irgendwie mal ein Feuer ausbricht in der Videothek. Ne, das wäre natürlich scheiße, aber dann hätte man sagen können, hier, Leute, kommt zu mir, ich habe die Sicherungskopien. Und bei dieser Mutter, die im Gegensatz zu meiner Mutter sehr actionaffin war, habe ich Sudden Death das erste Mal gesehen. Ich glaube sogar am Doppelfeature das erste Mal mit Predator. Boah. Ja, ja. Predator war damals schon der geilere Film, muss man einfach so sagen. Nichtsdestotrotz fand ich Sudden Death auch wirklich sehr unterhaltsam, sehr schön und habe den seitdem, also alle 2-3 Jahre mal gesehen. Der lief ja auch wirklich regelmäßig im Fernsehen. Der lief erst auf Sat.1 und ist dann später, warum auch immer, nach RTL 2 ausgewandert, glaube ich. Ja. Und vor allem muss man auch mal sagen, der war halt immer FSK 16. Das heißt, es war niemals so, dass der groß geschnitten war. Also du wusstest immer, okay, der kommt um 22 Uhr im Fernsehen, also ist der auch uncut. Und ja, das war mein erstes Mal mit Sudden Death und muss auch sagen, ich habe jetzt die ganze Jean-Claude Van Damme-Film wieder nicht so richtig vor mir, aber ich würde auch sagen, dass Sudden Death sein Bester ist. Da wird Max jetzt nicht mitreden können, aber hast du nicht auch das Gefühl, dass der Film immer irgendwie untergeht? Also ich war jetzt wieder überrascht beim Gucken, wie viel Spaß der mir gemacht hat und habe aber wieder so zurückgedacht, dass irgendwie niemand so wirklich den Film auf dem Schirm hat, oder? Ja, weil es ist halt einfach, wie es ist. Es ist ein Rip-Off von Stirb langsam. Da kann man auch nicht viel diskutieren. Das ist einfach nur Stirb langsam im Eisstadion. Und das ist ja auch genau der Pitch, womit dieser Film verkauft worden ist. Und der Film war damals auch ein richtiger Flop. Der hat insgesamt während seiner ganzen Laufzeit in US-Kinos so viel eingespielt wie Stirb langsam 3 am ersten Wochenende. Der hat wirklich nur magere 20 Millionen eingespielt. Er lief auch echt kacke, weil während er in Deutschland im April 96 einlief, kam er in den USA schon an Weihnachten 95 raus. Und es ist halt kein Weihnachtsfilm, sagen wir ehrlich. Ne? Ich gebe dir recht, der geht immer so ein bisschen unter. Ich habe aber auch das Gefühl, dass der so mit den Jahren so seine Fans gefunden hat. Und das muss ich sagen, Sudden Death ist kein Meisterwerk, fern davon. Aber es ist ein wirklich sehr gut inszenierter Genrefilm, der weiß, was er will. Er ist hier inszeniert von Peter Hames. Und wer den Trashcast gelauscht hat, von Kühne, Carlo und Jacko über die Universal Soldier Sequels, da sagt, glaube ich, Jacko, dass Peter Hames ja schon wirklich ein guter Genrehandwerker ist. Und das merkst du in diesem Film auch. Der Film ist wirklich handwerklich. Das kann sein, aber vielleicht hätte Jean-Claude Van Damme nicht erst nach 1 Stunde 25 Minuten eine Pistole in die Hand nehmen sollen. Und es geht los. Ja, ja. Er ist Feuerwehrmann, du Depp. Ja, genau. Das ist das Allerwitzigste. Er ist Feuerwehrmann mit Kung-Fu-Tritten, den hast du nicht gesehen. Fang damit nicht an. Das Hauptproblem ist, ich sehe die ganze Zeit, wie Jean-Claude Van Damme versucht, irgendwelche Bomben zu entschärfen. Und irgendwann später denkt er sich, ich nehme doch mal eine Waffe in die Hand. Boah. Na, Moment mal, Moment mal. Als er doch die Möglichkeit hatte, die erste Waffe zu bekommen, als er übrigens einen sehr, sehr coolen Küchenfight gegen gegen diese Pinguinfrau da hatte, da ist ihm doch die Waffe in den Geschirrspüler gefallen. Er konnte sie ja gar nicht mitnehmen. Ja, mir ging es um Folgendes. Ich war tatsächlich sehr erstaunt, wie lange dieser Mensch eigentlich ohne eine Schussfeuerwaffe auskommt. Ja, aber er ist halt einfach, wie gesagt, ein Feuerwehrmann, ist ja kein aktiver Kämpfer. Der versucht halt auch wirklich nur seine Kinder zu retten und er ist halt so dieser Held, so er will ja gar kein Held sein, aber einer muss es halt tun. Und ich finde gerade das eigentlich ganz sympathisch, dass dieser Held eben nicht die Waffe begreift, weil er auch mit der Waffe keine Erfahrung hat. John McClane ist ein Cop, der weiß, wie eine Waffe funktioniert. Ja, verstehe ich voll und deswegen habe ich das auch total genossen, als John McClane dann meine Waffe in die Hand genommen hat. Man muss sagen, dass Jean-Claude Van Damme aber dafür, also für einen Feuerwehrmann, sein Bein ziemlich hochkriegt. Du hast mich noch nicht gesehen und ich bin Schuhverkäufer. Also da würden Sie aber mal gucken, wie hoch ich mein Bein kriege. Was ich tatsächlich vermisst habe, war einfach mal so ein Nebensatz, dass halt irgendwie, keine Ahnung, Feuerwehrmann und Kickboxer ist. Das wäre halt einfach mal schön gewesen. Einfach so. Aber warum soll das dir denn sagen, wenn du es siehst? Show, don't Show, tell. Show, don't tell. Okay, beeindruckend. Beeindruckend. Hätte ich von dem Film nicht erwartet, jetzt, wo ihr es sagt. Ja. Nicht schlecht. Es gibt eine Sache, die habe ich erst bei der Recherche rausgefunden und die fand ich wirklich sehr lustig. Und zwar,
Der Film basiert auf einer Idee von einer gewissen Karen Elise Baldwin, die auch im Film mitspielt, hat eine kleine Rolle. Und das ist damals die Ehefrau gewesen des Besitzers des Eishockey-Teams Pittsburgh Penguins. Und die hat den Film auch produziert. Ich nehme an, dass sie auch, wenn ihr Ehemann ein ganzes Eishockey-Team hat, auch relativ vermögend ist. Und hat das Projekt also ein bisschen nach vorne gepusht. Und was ich sehr wirklich amüsant finde, ist, das Drehbuch wurde geschrieben, nicht alleine, aber hauptsächlich wohl von einem gewissen Gene Quintano. Und eigentlich war Sudden Death angelehnt als Stirb langsam Parodie. Das Einzige, was davon aber übrig geblieben ist, ist der Kampf gegen das Maskottchen, was im Originaldrehbuch auch wohl ganz anders abgelaufen ist. Und wer sich jetzt denkt, okay, dieser Gene Quintano, kennt er sich mit Parodien aus? Ja, denn der hat auch inszeniert und geschrieben Loaded Weapon 1. Okay. Mhm. Also die Parodieanteile sieht man auf jeden Fall schon noch. Ich muss sagen, der Film war tatsächlich kurzweilig. Man hat sich die ganze Zeit gefragt, wie er sich an der Kurzweiligkeit drauf anhängt. Ne? Ich finde nichts Gutes außer ich saß da drin und war schon die ganze Zeit unterhalten. Aber es war wirklich so, dass man immer so ein bisschen sich gefragt hat, warum kann der das? Warum macht er das? Warum ist der so krass unterwegs? Was hat es außerdem mit dieser Vorgeschichte auf sich? Diese erste Szene mit dem zusammenstürzenden Haus? War die in irgendeiner Form relevant? Ja, weswegen er als Sicherheitsmann im Eishockeystadion arbeitet. Und das zeigt ja, er ist Feuerwehrmann. Er ist amerikanischer Feuerwehrmann. Ganz mit ehrlich, wir können das alle. Kanadischer. Oh, kanadischer, pardon. Entschuldigung. Nee, also ja, okay. Diese ganze Anfangssequenz, die hätte man sich sparen können. Ich glaube, das wurde einfach gemacht, damit man nochmal sieht, okay, er hat auch so eine Art Trauma und deswegen kämpft er extra verbissen, weil er halt weiß, dass seine Kinder halt in Gefahr sind. Ich hätte das auch nicht gebraucht, diese Anfangssequenz, weil ganz ehrlich, ein Film, der mit einem toten Kind anfängt, zieht einen schon irgendwie runter, ne? Und dann muss es halt der Jean-Claude halt regeln, dass man wieder gute Laune hat. Ja, das macht er durch sein Schauspiel. Ja gut, okay. Ich finde ihn gelinde gesagt vollkommen überfordert mit der Rolle. Ja. Ich finde, dass Jean-Claude Van Damme da halt zweckmäßig agiert. Das ist auch eine zweckmäßige Rolle. Also ich würde nicht sagen, dass der schlecht spielt. Ich finde, die Rolle gibt halt auch nicht mehr her. Also es ist halt einfach eine zweckdienliche Rolle und ich finde das absolut okay. Wobei, da bin ich tatsächlich bei Max. Also so bei manchen Einstellungen, wenn sein Gesicht in Großaufnahme ist, da ist er schon sehr, sehr verkrampft verbissen. Aber Entschuldigung, ich will nicht immer unterbrechen. Nee, unterbrich mich ruhig. Ja, was anderes, weil du gerade Großaufnahme, was ich auch sehr auffällig fand, war, dass er den ganzen Film über immer seine Schultern so anzieht. Ich glaube, der soll überhaupt nicht zeigen, dass er so die krasse Kampfmaschine ist mit breiten Schultern, sondern er zieht immer so ganz verbissen seine Schultern hoch und wirkt dann immer so, ja, eigentlich bin ich kein Actionheld, aber ich bin hier gerade in diese Rolle reingezwungen worden und kann auf einmal alle platt machen, aber hey, schaut meine Schultern an. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Das musst du nochmal angucken. Das ist echt gut. Es ist irgendwie gerade so ein bisschen so, ich habe das Gefühl, ich tauche langsam aber sicher in den kranken Geist des Max Schuck ein. Das ist ganz gruselig. Und da kommen Dinge zutage, die will man nicht wissen. Also wirklich so, jede andere, ja, die Action-Szenen waren gut oder wie denn das war gut. Und Max so, ey, der guckt die ganze Zeit auf seine Schultern. Nein, der läuft komisch. Also der schaut nicht selber auf seine Schultern. Ich finde, der hat eine komische Körperhaltung. Das klingt jetzt bei dir so, als ob der mit einem Bein durch den Film springen würde. Ja, schau mal genauer hin. Nein, okay, gut, sorry, ist mir vielleicht einfach so irgendwie aufgestoßen. Okay, wir haben ja schon gesagt, ich habe gesagt, das ist ein Rip-Off von Stirb langsam. Tatsächlich wurde er auch mit diesem Film gemessen, denn er kam in den USA relativ, nicht zeitgleich, aber so in einem Atemzug raus mit dem dritten Stirb langsam Film. Ja, das war schon... Das ist schon ein Fehler. Ja, ist auch sehr unfair. Und übrigens, der dritte Stirb langsam Film ist auch einer der Hauptgründe angeblich, warum Bruce Willis die Rolle nicht übernommen hat.
Denn er war halt beschäftigt mit dem Dreh von Stirb langsam. Und was ich mich da frage, wenn Bruce Willis den Dreh übernommen hätte, hätten sie daraus dann wirklich einen offiziellen Stirb langsam gemacht? Oder wäre es dann einfach so das gewesen? Weil das habe ich nicht herausgekommen. Und also ich würde sagen, der Film hätte dann gehießen Die Hard in Sudden Death. Also da wäre ich mir schon relativ sicher. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass es nicht so gelaufen ist, weil... Oder er hieß es Sudden Hard, ein bisschen Porno. Oh, ja, das kann auch sein. Ich bin also aber relativ froh, dass es nicht so ist, weil ja gerade eben Stirb langsam 2 sich ja auch darüber lustig macht, dass er wieder in dieses Einer-gegen-alles-Szenario reingerutscht ist. Und wenn das jetzt beim dritten Teil nochmal so passiert wäre und wieder eingeengter Raum, jetzt im dritten Stirb langsam hast du ja im Endeffekt eine ganze Stadt zur Verfügung, ich glaube, dann wäre es wirklich albern geworden, oder? Mhm. McClane hätte wäre immerhin Polizist gewesen. Aber er hätte keinen Kung-Fu-Kick gemacht. Also ich sehe Bruce Willis nicht als Kickboxer. Übrigens, nee, ich auch nicht. Ja. Da hätte er einfach mehr mit der Pistole gelöst, die er eh dabei hat, weil Cop. Ja. Übrigens, Bruce Willis war nicht der einzige Actionstar, dem die Rolle angeboten wurde. Auch Stallone und Schwarzenegger waren im Pool der möglichen Kandidaten für diesen Film. Und Schwarzenegger hat wohl abgelehnt, weil er gerade erst True Lies und Junior abgedreht hatte und wollte, glaube ich, so eine kleine Pause haben. Und Stallone hat die Rolle wohl abgelehnt, weil er von der Qualität des Skripts nicht so angetan war. Ja, oh ja, da ist natürlich Stallone. Ja. Okay. Gut. Ich dachte, er hat das Drehbuch nicht verstanden. Sorry, Entschuldigung. Was ist Eishockey? Nein, Stallone und Disse sitzen ja eigentlich gar nicht mehr, weil man weiß, der ist eigentlich gar nicht mal, der ist eigentlich relativ intelligent, der Mensch. Mhm. Und was ich auch noch rausgefunden habe, ist, dass Universal, die ihn ja produziert haben, eigentlich damit gerechnet hat, dass es ein ganz großer Erfolg wird und hatten auch schon eine Fortsetzung von den Planungen. Aus der wurde aber nichts, weil der Film halt wirklich katastrophal gefloppt ist und deswegen wurde das leider eingestellt. Aber es gibt eine Fortsetzung, eine Direct-to-DVD-Fortsetzung. Welcome to Sudden Death mit Michael J. White. Oh Gott. Hat keiner von uns gesehen, ne? Also bei Max muss ich gar nicht erst tragen, aber. Ich wusste bis vor 4 Sekunden nicht, dass es eine Fortsetzung gibt. Also, okay. Hättet ihr denn die anderen in dem Film gesehen? Also hättet ihr jetzt wirklich so einen Schwarzenegger-Stallone da gesehen? Also was ich halt Van Damme zugute rechne, ich kann bei Van Damme, warum auch immer, vor allem in der damaligen Zeit, wo auch Time Cop auch von Peter Hames gedreht hat, immer so ein bisschen dieses Actionhelden ausblenden. Und bei Schwarzenegger ist halt Schwarzenegger. Stallone ist halt Stallone. Van Damme war damals noch, der war formbarer, glaube ich. Ich glaube, ihm nimmst du, also vielleicht mal, um vielleicht mal auf die Action-Szene auch zu kommen, ich habe nie das Gefühl, dass er übermächtig ist. Ja, er kriegt sein Bein ziemlich hoch, aber ich finde, er kriegt auch mal auf die Fresse. Ja. Und das passiert eigentlich einem Schwarzenegger oder einem Stallone eher selten. So, das sind einfach solche Hünen, so den würde ich nicht abnehmen, dass die da von irgendeinem so kleinen, dahergelaufenen Typi da kaputt geprügelt werden. Also der sieht ja im Verlauf des Films immer lidierter aus, der Jean-Claude. Fand ich echt ganz schön. Also da finde ich schon, obwohl jetzt Jean-Claude nicht unbedingt mein Lieblings-Actionheld ist und ich auch nicht wirklich viel mit dem anfangen kann in vielen seiner anderen Filme, aber da passt es eigentlich ganz gut in das Konzept des Films. Also das finde ich schon in Ordnung, dass sie ihn da genommen haben. Ich kann halt auch verstehen, wenn man sagt, okay, Jean-Claude ist kein besonders guter Darsteller und er kriegt das Bein viel zu hoch für den Feuerwehrmann, kann ich alles noch irgendwie nachvollziehen. Muss aber sagen, dass Sudden Death hat eine Qualität und das ist mit einer der Gründe, warum ich ihn wirklich sehr schätze, nämlich den Antagonisten, gespielt von Powers Booth, der übrigens im Film Joshua Foss heißt, so steht es im Abspann, aber der Name wird kein einziges Mal genannt. Und ich finde, Powers Booth ist halt wirklich... Gott, ist das ein fieser Drecksack. Ich liebe es, diesen Typ in dem Film zu hassen. Ja, guter Antagonist. I'm not afraid of you. Oh, sure you are. I'm the scariest person you've ever seen. You're the meanest. Am I now? How do you suppose I got that way? Maybe when you were born, you had something wrong with your brain. Don't you know any little boys like me? If there were any at my school, they'd get expelled. Oh, I can assure you there are one or two. I'm gonna kill your daddy. What do you think about that? He promised he'd take me home. He always does what he says. So do I. Ist dieser Sebastian Koch-Verschnitt, ne? Nein, Entschuldigung, ganz ehrlich, jetzt zurück. Klar, Scherz. Ich fand den auch gut. Der hat mir auch sehr gefallen. Das sehe ich auch als einen Riesen- kurzweilig, ne? Ich finde, das ist ein Riesen-Pluspunkt an dem Film, dass dieser Powers Booth einfach jeden erstmal am Anfang erschießt.
Da glaubt man nämlich, dass der Druckmittel hat. Beziehungsweise, dass er es ernst meint, was er sagt. Ja, ich hatte bei ihm auch das Gefühl, dass er einfach mal ein Bösewicht ist, dem da doch alles scheißegal ist, der sich auch im Notfall selbst in die Luft jagt. Ne? Der hat was schön Nihilistisches, Anarchisches. Also ich mochte das auch am Anfang, wenn so halt diese Sache mit dem Koch, fand ich zum Beispiel auch irgendwie, wenn dann die Frau von ihm erschossen wird, also die Frau vom Koch. Ich weiß noch, als Kind fand ich das total brutal und total böse und sinister und diabolisch. Und Powers Booth macht da echt eine gute Show, finde ich. Ja, auch so geil. Kann jemand die Frau vom Bürgermeister zum Schweigen bringen? Nervt sie euch auch alle? Puh, Kopfschuss. Finde ich gut. Ja, fand ich auch. Und ich fand auch, aber man hat sich ein bisschen mehr erwartet von diesem Koch, ne? Nachdem er das Beil so geworfen hat, irgendwie dachte man, hey, da geht noch was. Aber ja, weißt du, das in der ursprünglichen Skriptversion war das übrigens Steams Egal in Verkleidung. Das große angekündigte Crossover von Alarmstufe Rot und Sudden Death, nämlich Alarmstufe Death. Ja. Boah, das würde ich gerne sehen. Ja. Ja, wenn Steven Seagal der Koch gewesen wäre, dann wäre einiges anders gelaufen. Also jetzt wurde aber wir hätten keine guten Handfights gehabt. Und davon hatte eigentlich Sudden Death genug. Die fand ich ganz nett. Ja, du hast hier Steven Seagal, Alarmstufe Rot ist ja auch so ein klassischer Stirb langsam Rip-Off. Und ich finde ihn nicht scheiße, aber ich finde, dass Alarmstufe Rot mit den Jahren bei mir echt verloren hat und Sudden Death aber gewonnen hat. Und ich glaube, es liegt auch daran, zum einen, Steve Seagal ist ein unsympathischer Dreckskerl, ist einfach so. Und zum anderen, wie ihr auch schon gesagt habt, Jean-Claude Van Damme kommt hier auch ordentlich mal aufs Maul. Und ich finde, das ist auch irgendwie, das weckt auch irgendwie so Sympathien. Also ich kann mit einem Helden oder einer Heldin, die auch mal aufs Maul bekommt bei ihrem Kämpfen, wesentlich besser mitfiebern als mit einem Steve Seagal, der den oberböse Mufti da irgendwie in 3 Sekunden kalt macht. Ja, aber das ist ja auch der Grund, warum Stirb langsam so gut funktioniert. Ja. So, weil du dir eben die ganze Zeit denkst, okay, John McClane, der flucht, der trifft einfach auch nicht ganz so intelligente Entscheidungen, der blutet, der kriegt mal auf die Fresse und der hat auch echt Probleme mit der ganzen Situation. Und da kannst du dich ja ein bisschen mehr mit reinversetzen als eben in diesen, ich habe jetzt eben in meiner Quarantänezeit nochmal die Alarmstufe Rot-Filme geguckt. Und gerade eben im ersten Teil gibt es wirklich keinen Fight mit Steven Seagal und irgendeinem Typen in dem Film, der länger als eine halbe Minute geht. Ja. Und der längste ist der Schlusskampf, der auch unfassbar kurz ist, weil er bekommt keine Gegner, er kassiert auch nicht und selbst wenn er angeschossen wird, sagt er, ist nur ein Streifschuss. Kann ich nicht so mitfiebern. Ja. Okay, ich glaube, wir sollten jetzt mal unserem größten Seagal-Fan unter uns die Bühne bieten. Bitte, Max, du darfst jetzt dein Steven Seagal verteidigen. Ja, ihr müsst mir so einen Film von dem anschauen, aber mach ich auch noch. Zur Erklärung, als Pascal dieses Projekt verlassen hat, um eine Clickbait-Stampe zu werden, dachten der Kühne und ich, nehmen wir den Max Schuck, das ist eine gute Wahl, der wird sich da schon irgendwie einleben. Wir lagen falsch. Und jetzt sind Verträge geschlossen worden. Grüße gehen raus an Chef Thomas. Wir kommen nicht raus. Deswegen müssen wir da natürlich jetzt auch noch ein paar viele Folgen bringen. Aber ich bin mir sicher, Max, wir finden noch so ein Steven Seagal Prachtstück für dich, dass wir da auch mal deine Filmvita ein bisschen schließen können. Richtig, deswegen mache ich das alles. Max darf den nächsten Film aussuchen. Und er hat vorgeschlagen, Mona Lisas Lächeln. Eat, Pray, Love und die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Das Piano, habe ich gesagt. Das Piano. Ja. Und wir müssen endlich mal Pi von Aronofsky besprechen. Das ist echt. Der ist auch gut. Aber gut, still jetzt. Worum es mir eigentlich geht, ist, ich will überhaupt nicht der Hater sein von diesem ganzen Actionfilm-Gedöns. Aber du bist es. Ne? Nein, ich finde, auch solche Filme können in sich ein bisschen schlüssiger sein und man kann nicht einfach sämtliche Ansprüche beiseite wischen, nur weil man sagt, hey, das ist ein Genrefilm. Ich habe gewisse Ansprüche und so denke ich mir halt bei so einem Film mit einem Feuerwehrmann, der auf einmal beginnt, Bomben zu entschärfen, beginnt alles abzuballern und zum Actionheld durch irgendwelche Fenster zu springen mit Chemie-Rohr, MacGyver-Action, was weiß ich was, irgendwelche Löcher zu sprengen. Das ist mir alles ein bisschen zu viel. Und da bin ich vielleicht irgendwie anders. Da finde ich einen Polizisten, der sagt, ich habe eine Knarre und versuche von einem Stockwerk zum anderen zu gehen,
Das ist irgendwie für mich nachvollziehbar. Ich glaube, wir sollten von Sudden Death so eine Art Schuck-Cut anfertigen, wo in der ersten Stunde erstmal erklärt wird, wie dieser Darren McCourt aufgewachsen ist, dass er gut in Chemie in der Schule war. Nein, ist okay. Das will ich gar nicht sagen. Release the Schuck Universe. Ne? Ich hab jetzt auch was gelernt. Ich habe jetzt viel mehr Respekt vor Feuerwehrinspektoren. So. Was die alles können, das ist so beeindruckend. Und das nächste Mal, wenn ich einen treffe, dann gebe ich den Props. Also das heißt, wenn du auf deiner Arbeit irgendwann mal mit Terroristen zu tun hast, sagst du schnell, ruf die Feuerwehr. Genau. Hauptsache, sie haben einen Inspektor dabei. Schatz, bei uns wurde eingebrochen. Sollen wir die Polizei rufen? Rufe nicht die Polizei. Rufe die Feuerwehr. Genau. Ich habe übrigens gedacht, dass Pittsburgh gewinnt. Den ganzen Film über. Und ich bin enttäuscht worden. Können wir darauf mal kurz eingehen? Ich fand es als Kind und jetzt eigentlich auch immer noch, fand ich das unfassbar spannend eigentlich, dass das Spiel selbst eben die Deadline für alles war. Also fand ich zumindest damals unglaublich intelligent gelöst. Ja, aber also von wegen intelligent gelöst, ich muss sagen, das hat mich gerade am meisten aufgeregt. Der Typ sagt, nach dem ersten Drittel passiert das, nach dem zweiten Drittel das und nach dem dritten Drittel das. Und er sagt nicht nach Ende des Spiels, er sagt nach dem dritten Drittel. So, und jetzt gibt's auf einmal Sudden Death und der Bösewicht, der gerade eben noch ohne mit der Wimper zu zucken Leute erschießt, sagt, ja, hey, cool, dann lassen wir doch einfach nur die Verlängerung laufen, weil ich habe ja eigentlich von Anfang an was vollkommen anderes gesagt. Also das ist einfach vollkommen... Oh, ja, das ging mir ziemlich auf den Geist, muss ich sagen. Nicht intelligent gelöst. Das war in der englischen Sprachfassung bestimmt anders. Das wurde nur schlecht guter übersetzt. Guter Punkt. Kann ich nicht widersprechen. Einzelne so für Kühne. Nein, also ich fand's gut. Ich finde, das ist die schlimmste Szene, dass Jean-Claude, was ja klar war, was von Anfang an klar war, dass der noch aufs Feld geht und Torwart ist. Aber das war wirklich. Das ist einfach das, was soll das? Das ist einfach, und dann noch zu dem Sohn dieses Zeichen. Also, ich liebe dich. Das sträubt sich alles in mir. Es gibt zwei Sachen an dem Film, die fand ich als Kind schon irgendwie blöde und auch als Erwachsener. Ich weiß nicht warum, aber das eine ist halt, wie gesagt, ich finde auch, wenn er dann aufs Eis geht und der Torwart wird, ja, das fand ich zu viel. Ich glaube, man hätte auch wesentlich mehr Spannung aus diesem Spiel rausholen können, weil Sudden Death, kurz zur Erklärung, heißt ja, das erste Team, das ein Tor macht oder einen Punkt erzielt, gewinnt. Also sowas wie Golden Goal beim Fußball hieß es, glaube ich, früher. Damals Oliver Bierhoff. Genau. Oliver Bierhoff, Sudden Death. Oliver Bierhoff ist schuld, dass Van Damme tot ist. Na egal. Und das Zweite, was mich, warum auch immer, irgendwie immer stört, ist, es gibt ja so eine Szene, wo er MacGyver-mäßig so eine Art Waffe sich bastelt. Aus so einem aus so einer Gaskartusche und einem Nagel. Und das, was ich aber irgendwie echt nervig finde, gut, dass er sich das baut, gut und schön. Aber diese Waffe kommt dann auch sofort zum Einsatz. Du siehst halt so, oh, ich habe meine Waffe fertig. Schnitt, ein Bösewicht, zack. Irgendwie hätte ich da auch, also da muss man sagen, ist das Drehbuch auch nicht ganz so knaller. Es war auch nicht so schlüssig, dass der Typ, der ihn gleich erschießen würde, von dem schwarzen Agenten ausgenockt wird, der ihn ja eigentlich dann umbringen will. Wobei der schwarze Agent, der ja der Maulwurf ist, der wollte ja erstmal herausfinden, wie viele Bomben Jean-Claude Van Damme schon entschärft hat. Also, dass er den ausgenockt hat, das kann ich dem Ganzen jetzt nicht als Vorwurf machen. Dann sollen sie halt einfach noch einmal das C4 checken, meine Güte. Aber ganz ehrlich, die Szene mit dem Eishockeyfeld, die hätte man anders wunderbar lösen können. Und zwar, indem man eine Situation geschaffen hätte, wo die Verfolger genau wissen, dass er der Spieler ist, der gerade aufs Feld geht und so bringt er sich in Sicherheit. Stattdessen geht er aufs Feld und die suchen ihn noch immer und er geht halt einfach mal aufs Feld und ich spiele jetzt mal hier und zwischenteilig ist auf einmal interessant, ob es jetzt 3-3 oder 4-3 steht. Er geht aber aufs Feld und seine Verfolger kommen mit auch verkleidet. Als Chicago-Spieler. Ja. Nein, aber das gibt's, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Film das war, aber das gibt's, dass die Leute sich dann verkleiden, um dann in der Öffentlichkeit auf einmal dazustehen und dann sind die sozusagen unnahbar, dann kann man ihnen nichts tun, weil die sich jetzt gerade eben da in der Mitte befinden und alle schauen die an und dadurch sind sie geschützt. Aber das war ja nicht der Fall, er ist ja einfach da sozusagen hingegangen, und damit sie ihn nicht finden. Naja. Ja. Hätten wir das auch geklärt. Ja gut, also ich glaube, da sind wir uns aber auch alle einig, dass jetzt irgendwie die Szene, wenn Jean-Claude Van Damme auf dem Eis steht, die ist auch nicht gut.
Ihr habt ja gerade eben gesagt, dass er dieses Zeichen für seine Kinder macht. Also seine Tochter wird ja, glaube ich, mal entführt von dem Bösen und sein Sohn sitzt die ganze Zeit auf dem Platz. Und hier kommt etwas, was ich auch finde. Ich finde die Kinder so unglaublich nervig. Sie ist eben ein kleines 5-jähriges Mädchen, ne? Ja. Der Sohn ist scheiße. Ja. Aber Papa, ich saß die ganze Zeit auf dem Platz, ich habe mich nicht wegbewegt. Ja, klasse, willst du dafür eine Auszeichnung haben? Blinder Gehorsam, ist gerade ganz wichtig. Was ich eigentlich sagen wollte war, ja, das stimmt, aber ich finde auch, was ganz schlimm an dem Film ist, ist, dass sämtliche Sachen und Anspielungen, gerade mit den Kindern, man weiß bei allem, was noch passieren wird oder was noch kommen wird, dass dieser Stempel entscheidend wird, dass diese Spritzpistole entscheidend sein wird, dass dieses Zeichen, obwohl das war dann gar nicht entscheidend, er hat es einfach gemacht gegenüber seinem Sohn, was überhaupt keinen Sinn für die ganze Handlung hatte. Ja, damit der Sohn wusste, dass er sagt, er soll sitzen bleiben. Ist. Ja. Ja, genau. Das war ja, darum ging es ja in dem ganzen, das habe ich ganz vergessen, stimmt. Darum ging es. Um die Sohn-Vater-Beziehung, die man in Szene 1, wenn Jean-Claude Van Damme das erste Mal auftritt, wenn er seinen Sohn trifft und er ihn einfach normal umarmen soll und nicht einmal das gebacken kriegt als Schauspieler. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Sachen mit dem Stempel oder so, ich finde, das ist halt gängiges Erzählen. Ja. Also ja. Da finde ich, ist jetzt nichts, was ich dem Film ankreiden möchte. Das ist. Also ich bin mir jetzt gerade auch nicht so ganz sicher, ob Max jetzt zu wenig Stipp langsam Rip-Offs gesehen hat. Aber ja, wahrscheinlich. Es ist tatsächlich in so gut wie jedem so. Also nicht jeder ist wirklich gut durchdacht und dir wird relativ schnell klar, ja okay, das passiert, das passiert, das passiert. Aber hier finde ich es noch ganz gut eingearbeitet. Also das habe ich schon weit, weit schlechter gesehen. Ja. Okay, also ich fand's gut, ich fand es recht halt offensichtlich und vielleicht die andere Sache, mir fehlten ein bisschen so falsche Fährten-Sachen, die nicht wieder aufgenommen werden. Es ist ein Action-Film, kein der Koch, Krimi. Vielleicht der Koch mit dem Messer, wo ich mir mehr erwartet habe. Knives Out 2, Sundance. Also du hast es zum Beispiel wirklich in den Alarmstufe-Rot-Filmen, dass alles, was irgendwie gezeigt wird, in absolut ungünstigen Momenten innerhalb des Films wieder aufgegriffen wird, wo du da auch nur sitzt so, boah, lass es doch sein, das ist so dumm. Und jetzt legendär fand ich jetzt ist, wenn Steven Seagal während des Gefechts einfach losrennt, weil seine Brühe Bass überkocht. Nee, aber wo er dann tatsächlich auch den Telefonhörer in die Hand nimmt und telefoniert, während er alle abschießt, ist schon puh. Das tut schon weh. Und deswegen fand ich das jetzt mit dem Stempel und sowas so, ja, gängiger Trope, aber ist in Ordnung. Also ja. Kann ich auf jeden Fall drüber hinwegsehen. Was sagt ihr denn zur Gewalt des Films? Denn ich weiß noch, damals gab es ein paar Stimmen, die sagten, dass der Film zu brutal ist für eine FSK 16. Ich muss aber sagen, gerade verglichen mit neueren Rip-Offs der Stirb langsam Serie, zum Beispiel der Olympus Has Fallen, ist der echt relativ zahm, oder? Man muss da halt unterscheiden. Die eine Sache ist schon der Bösewicht, der quasi im Vorbeigehen die Menschen erschießt, wo es ihm wirklich egal ist, dass er die Menschen umbringt, das ist schon sehr brutal. Aber wenn es jetzt quasi um körperliche Gewalt gibt oder explizite Darstellungen, wie jemand extreme Schmerzen zugefügt werden oder sowas, fand ich, es war vollkommen. Aber eine Frage, woran stirbt das Maskottchen in der Spülmaschine? Es wird erwürgt. Ja, hätte ich auch so interpretiert. Dieses Helmdingen, was sie da hat, ja. Das verankert sich ja in den, das sind ja solche Industriespülmaschinen, wo überall diese kleinen Dinger sind, wo du das Geschirr einfach reinpackst, das geht dann da durch und ist in 5 Minuten sauber. Und daran verhakt sich ja der Kopf von dem Maskottchen und dadurch wird sie erwürgt. Achso, ich dachte immer, Maskottchen sind in Spülmaschinen fest. Naja, okay, jetzt weiß ich mehr. Ja, aber nochmal zur Gewalt zurück. Ich finde sogar, dass der im Vergleich zu den meisten Rip-Offs, aber selbst auch zur Stirb-Langsam-Reihe, gerade wenn du irgendwie Teil 1 und 2 in Betracht ziehst, vor allem 2, ja. Finde ich ihn auch sehr nicht harmlos, moderat. Moderat trifft es, glaube ich, ganz gut, weil das, was Max natürlich sagt mit dem Powers Booth, wo der da einfach steht und so, ja, ich erschieße jetzt den und den und will der nicht auch das Mädchen erschießen und dann ist seine Knarre leer? Das macht das Maskottchen. Das Maskottchen hat eigentlich schon geschossen und die Knarre ist leer. Ja, und das sind dann eben solche Dinge, da verstehe ich die ab 16 Freigabe, das finde ich durchaus in Ordnung, aber ich habe jetzt gerade auch nochmal geguckt, so zur Vorbereitung des Ganzen bin ich mal auf Schnittberichte gegangen. Und es gibt nicht mal einen Schnittbericht. Ja. Also es gab nicht mal irgendwie die Bewandtnis, den mal irgendwie fürs TV oder sowas zu schneiden. Und ist okay.
Es gibt übrigens auch eine schöne Anekdote, und zwar die Rolle von Jean-Claude Van Dammes Tochter sollte eigentlich Mara Wilson spielen. Die kennt man aus dem Film Matilda von und mit Danny DeVito. Die hat die Rolle also wohl bekommen, aber die Eltern haben dann nachträglich wohl abgelehnt, weil das Skript wohl ziemlich brutal gewesen sein soll. Also entweder haben sie sich so mit Filmgewalt oder aber vielleicht war das Skript wirklich brutaler als der Endfilm. Wer weiß. Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass sich das auch brutaler liest, als es natürlich am Endeffekt war. Mhm. Ne, das liest sich natürlich erstmal heftig, wenn einem das Gesicht angezündet wird oder wenn du dann einfach von einer selbstgebauten Nagelpistole, die das Ding dann in den Hals geschossen kriegst, aber es ist ja nicht wirklich grafisch dargestellt. Ja. Ne, du siehst zwar immer, was passiert, aber es wird ja nicht ausgeschlachtet oder so. Also vor ein paar Jahren kam auch so ein ähnlicher Film raus mit Dave Bautista, Final Score, der übrigens auch nicht übel ist. Keine Empfehlung für dich, Max. Und der ist auch ab 16, aber der ist halt auch wirklich wesentlich härter. Also es ist schon interessant, wie sich das so mit den Jahren gewandelt hat. Aber generell ist ja auch Peter Hames, wenn man sich so die Filmografie von dem anguckt, seine Filme hätten ja fast alle noch um einiges blutiger sein können. Das hielt sich ja immer in Grenzen. Also gerade wenn ich da irgendwie an Relic denke oder so, das Ding, das hättest du noch mal eine ganze Spur härter machen können. Aber ich glaube, darum ist ihm einfach nicht gelegen. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, die schönste Anekdote zum Film. Wir haben ja schon in unserem Movie Break Podcast jedes Mal, wenn wir Van Damme irgendwas hatten, schon einige lustige Sachen über ihn gehört. Ja, oder was heißt lustig? Auch tragische Sachen. Er war ja auch lange Zeit drogenabhängig und hat relativ dumme Entscheidungen in seiner Karriere getroffen. Als er aber 93, 94 Sat Nav gedreht hat, war er in einer sehr speziellen Phase, nämlich in seiner veganen Phase. Und weil er damals eben noch ein richtiger Topstar war, hat er gesagt, okay, ich mache den Film, aber es dürfen keine tierischen Lebensmittel benutzt werden. Das führte dazu, dass es eine Szene gibt, in der eine Krabbenplatte serviert wird. Ja, oder ich wollte gerade sagen, das sind die ganze Zeit Krabbenplatten zu sehen. Genau. Und das sind keine echten. Das sind tatsächlich ist ballistisches Gel und das Special Effects Team hat wohl über 90 Stunden allein damit verbracht, um aus ballistischem Gel Krabben zu basteln. Wie viele Stunden? 90 Stunden. Es gibt eine Szene, in der noch in Nahaufnahme Mr. Booth Powers, wie hieß der, eine Krabbe isst. Tja. Das sieht man eigentlich sehr schön, eindeutig. Vielleicht war das ballistische Gel ja irgendwie gut gemacht. Mit Minzgeschmack oder so. Keine Ahnung. Ja. Schöne Anekdote. Danke. Immer diese Veganer. Oh Gott, jetzt habe ich alle Veganer gegen mich. Nein, ich habe euch auch lieb. Ihr seid auch Menschen. Okay, kurze Frage. Was sagt ihr zum Finale? Ich muss sagen, das Finale bekommt mich immer und es hat so ein paar Einstellungen, wo ich sage, okay, da meldet sich meine Höhenangst. Höhenangst kann ich nicht nachvollziehen, aber ich finde, mit der Szene, wenn er verfolgt wird und danach auf dem Eis ist, wir lassen jetzt einfach mal diese Eisszene weg, dann lässt der Film nicht mehr nach, was jetzt irgendwie Tempo angeht. Und der überschlägt sich da ja in allen möglichen Actionsequenzen. Ich find's geil. Also ich mag's generell, wenn du einen coolen Showdown hast in irgendeiner Art und Weise, wo es eben nicht normal ist. Und da finde ich natürlich das Dach von einem Eishockeystadion und so, ist natürlich schon geil. Also gefällt mir ziemlich gut. Max, was hast du dagegen zu sagen? Nichts, es gab eine wunderschöne Kamerafahrt vom Feld unten bis rauf zu Jean-Claude Van Damme, wie er da hängt an dem Ding. Die fand ich super. Das war toll. Und dann fand ich auch am Ende, dass er sozusagen nicht da irgendwie die weiß ich schon fast gedacht hätte, dass es passieren würde, dass er da die ganze Leiter hochklettert und dann da oben rum vermöbelt. Nee, er schießt einfach von unten durch den Hubschrauberboden alle platt, kaputt vom Ding aus und springt dann noch aufs Dach. Ja, fand ich hübsch gelöst. Das ist natürlich totaler Käse, aber wenn er da an den Lampen dranhängt und so, das kann ja nicht sein Plan gewesen sein, an so einer Lampe zu hängen. So. Doch. Nö, mit dem aber das Ziel muss man ist sagen, aufgestanden. Heute hänge ich mich an Lampe. Das finde ich ist tatsächlich auch ein Aspekt von alten James-Bond-Filmen, dass er ganz häufig einfach nur Glück hatte. Ja. Und das finde ich okay. Dann hat er halt Glück bei seinem nicht durchdachten Plan. Das findest du okay. Aber dass er als Feuerwehrmann das Bein ein bisschen heben kann, dann ist er total daneben. Der Mann berechnet, wo im Haus am besten Sprengstoff angebaut wird. Ja? Der Mann weiß, das weiß er aufgrund seiner Statikerkenntnisse. Ja? Dann kann er chemische Bomben zusammenbauen, weiß, wie man Bomben entschärft.
ja, ist eigentlich nur der Sicherheitsbeauftragte, kann irgendwie Kung Fu, indem er sein Bein 10 Meter hochhebt. Und ja. Ja gut, darauf sind wir gar nicht eingegangen. Das habe ich als Superman Kind auch schon nicht verstanden, dass er rät, wo die Bomben sind. Und da sind 7.835.000 Palperlines und er sagt, ja, ich glaube, hinter dem Rohr, da wird die Bombe sein. Er guckt, aha, bingo. Das war, ja gut, das war wirklich, ja Max, gebe ich dir, dumm. Nein, er war mir einfach ein zu sehr großer Alleskönner. Das ist ja okay. Wenn man es ein bisschen mehr erklärt hätte. Ich finde, da finde ich tatsächlich, ist es ein Vorteil von jedem Film, der sagt, ja, es ist ein Kriegsveteran oder was weiß ich was. Der hat irgendwie eine militärische Ausbildung genossen, der hat irgendwas genossen, aber einfach nur ein Feuerwehrmann. Das was ich mich auch gefragt habe, ganz zum Schluss, also er schießt ja durch den Hubschrauber durch und die Idee finde ich ja geil, dass der ganze Hubschrauber noch in diese ins Stadion reinfällt und sowas. Aber das sah komisch aus. Ja, das sah komisch aus. Das sah wirklich sehr, sehr komisch aus. Mhm. Hast du da irgendwie was gefunden? Haben die das irgendwie mit einer Mechanik gemacht oder sowas? Nee, ich weiß gar nicht, warum, was sah daran also, komisch aus für dich? Also er hängt ja später an der Leiter. Ja. Das fand ich übrigens schade, dass es da keinen richtigen Faustkampf noch gegen Powers Booth gab. Aber nun gut. er schießt ja dann durch den Hubschrauber unten durch. Der Helikopterpilot sagt, okay, ich bin tot und kippt nach hinten und habe aber den Hebel noch in der Hand. Und daraufhin dreht sich doch der Helikopter so, dass das hintere Stück nach unten zeigt, die Cockpitkabine nach oben und der steht dann einfach in der Luft. Ja. Und fällt dann so ganz langsam ja an Jean-Claude vorbei durch die Öffnung in dem Stadion und schlägt dann unten auf. Also das ist aber alles Zeitlupe. Das sah auch komisch aus, aber es war auch alles Zeitlupe, weil man will ja auch sozusagen sehen, dass die beiden noch Augenkontakt haben. Und das geht halt nicht, wenn der sozusagen in normalen Tempo da runterrauschen würde, sondern die haben das alles so als Zeitlupe verpackt. Ach so, ja, okay, dann ich glaub, liegt das also, eventuell. So würde ich es erklären. Was mich aber wundert, irgendwie in jedem zweiten Film ist es immer ein Problem, dass irgendwelche Rotatorenblätter noch durch die Gegend schießen und da war es einfach irrelevant. Ja, es ist ja auch irrelevant, weil ja keiner mehr im Stadion war, außer der blöde Junge, der da auf seinem Stuhl da rumeiert. Ja, ich hätte einen Rotatorenblatt abkriegen können. Ist immer eine geile Idee, einen Hubschrauber über dir abzuknallen, wenn deine Tochter noch drunter irgendwo ist. Aber hey, das Feuerwehrmann, das hat er sich auch berechnet. Ja, stimmt. Die Tochter, die ist ja noch an der Anzeigetafel. Dass ja, er das so genau berechnen konnte, dass der sehr wahrscheinlich nicht diese kleine Plattform da trifft. Was ich aber positiv fand, war, dass er mit dem Vizepräsidenten keinen einzigen patriotischen Quatsch ausgetauscht hat. Die haben sich nur zugenickt und haben sich dann getrennt. Fand ich super. Das war das kürzeste Aufeinandertreffen von mächtiger Person und Held in einem Film. Habe ich noch nie so gut gesehen. Sie sind ein tapferer Amerikaner. Eigentlich bin ich Belgier. Oh. Genau. Ich glaube, das ist der Grund. Sie haben vorher schon gesagt, er ist Kanadier. Und deswegen haben sie es gelassen. Nee, aber so generell das Finale, um jetzt nach einem langen Schwenker wieder auf Stus Frage zurückzukommen. Also ich finde es sehr, sehr spannend gemacht. Also ich muss sogar zugeben, dass der für ein Stipp langsam Rip-Off in meinen Augen relativ viele Spannungsbögen mit drin hat. Also das habe ich schon weitaus schlechter gesehen. Und auch, nehmen wir wieder Alarmstufe Rot, da ist die Spannungskurve immer gleichbleibend. So, da ist nicht viel. Ich muss auch sagen, jetzt von diesen ganzen Stopp langsam Rip-Offs, und da klammer ich mal die ganzen Stopp langsam Sequels mal aus, außer dem einen, den keiner leiden kann, weil er scheiße ist, muss ich sagen, ist Sudden Death, glaube ich, auch wirklich mein liebster Die Hard Rip-Off. Ja gut, da werden wir jetzt natürlich eine Grundsatzdiskussion anfangen, aber ich mochte ja auch Olympus Has Fallen. Nee, der ist scheiße. Den fand ich auch noch ziemlich gut. Gibt's einen Hatecast, kleiner Tipp. Kann man The Rock als Stirb langsam Rip aufnehmen? Uff, könnte man, ja. Ja, dann ist The Rock besser als Sudden Death, aber okay. Was war das jetzt für ein... Du, ich will ehrlich sein, ich finde The Rock ist okay, aber ich war nie jemand, der The Rock jetzt so abgefeiert hat. Ich habe meine nächste Filmwahl gerade getroffen. Von mir aus? Oh, nee. Ja, cool. Aber The Rock habe ich schon gesehen, möchte ich dazu sagen. Ja. Aber wenn das der nächste Film mal ist, dann sollst du auch belohnt werden, lieber Kühne, mit dem Bodycount-Quiz. Ey, komm, aber stopp mal. Erstmal darf ja Max noch auswählen. Ich bin ja jetzt noch gar nicht dran. Ich habe ja noch Zeit zu überlegen. Okay, ja, du hast recht. Bodycount-Quiz, okay, Max, du fängst an. Ich habe mir vorhin einen kurzen Moment gedacht und dann habe ich mir gedacht, kriegst du eh nicht mehr hin, die Leute zusammenzuzählen. Beim letzten Mal hat Kühne, ich glaube, 35 oder 36 gesagt. Ich sage jetzt mal 36 und Kühne kann sagen mehr oder weniger. Okay. Kühne,
Bitte. Das ist unfair. Das ist unfair. Es ist immer weil du mich unfair. Jetzt hier in so eine, das, du bringst mich jetzt, nee, du bringst mich jetzt in sowas wie, ja, mach's doch langweilig, Kühne, sag doch jetzt einfach 35, weil ich fest davon ausgehe, dass es weniger sind. Mhm. Womit ich oder wahrscheinlich du stehst wieder ja zu falsch dem, liege. Was du das letzte Mal gesagt hast. Ich sage 50 oder 64 oder. Nee. Ich sage 28. Okay. Peinlich. Kurz dazu erklärt, ich habe den Bodycount genommen, den die IMDb bei ihrem Trivias genannt hat. Und Max, du bist echt ein Arsch. Also das war jetzt wirklich perfide, denn der Bodycount ist 36. Das heißt, Kühne, egal ob Kühne mehr oder weniger gesagt hätte. Aber wenigstens hat Kühne ist zu seinem Wort gestanden und hat nicht 35 oder 37 gesagt, sondern 28. Das respektiere Was vollkommen ich. Egal wäre, weil es wurde ja, so falsch gewesen. Aber jetzt mal, also gut, ich glaube jetzt auch der IMDb, aber ich finde jetzt, also so viel kam mir das gar nicht vor. Also es sterben schon viele Agenten, die ganze Zeit abgeknallt werden, die da rausgekarrt werden und dann bei den Autos und ich meine, von Claude, ah ja, die Explosionsszenen auf dem Parkplatz noch. Ja genau, Claude selber bringt nicht so viel um. Glaube ich. Es ist mehr so, dass die Gangster dargestellt werden als echt fies, weil sie viele Menschen umbringen. Ja. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass Sudden Death der Van Damme-Film ist, wo es am längsten dauert, bis er das erste Mal gegen Henchman antritt. Nämlich irgendwie 35 bis 40 Minuten. Hat der Max ja schon gesagt, dass da echt da lange nichts los ist. Ja, aber finde ich nicht schlimm. Also dadurch baut sich dann eben die Spannung auch ein bisschen mehr auf. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, hat Jean-Claude Van Damme Sudden Death Minimum schon gegen einen Henchman gekämpft. So. Nicht in der gekürzten Fassung. Es gibt keine gekürzte Fassung. Ja, schön. Du hörst es auch nicht zu, oder? Okay, gut. Max, ich glaube, dieser Podcast ist jetzt dem Ende nah und wir wollen natürlich jetzt von dir auch ein finales Fazit zu deinem Bier-Battle wissen. Welches Bier hat denn jetzt bei dir gewonnen? Tatsächlich habe ich mich entschieden nach den zwei Schlücken und habe Desperados als erstes ausgetrunken und danach das bessere Salitos, da bin ich gerade noch dabei. Okay. Finde ich, hat mir besser geschmeckt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute, liebe Kinder. Es war mir eine Freude, mit euch über Sudden Death zu reden, trotz Max. Und bin gespannt, was wir als nächstes besprechen werden. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Movie Break findet ihr bei Instagram, Facebook und Twitter und diesen Podcast könnt ihr gerne bei Spotify mit 5 Sternen bewerten, weil alles andere wäre unrealistisch. Ich sage Tschüss, dann darf der Max Tschüss sagen und dem Kühne gebührt das letzte Wort. War mir wieder eine Freude. Ich werde das nächste Mal entweder einen guten Actionfilm aussuchen oder mal das Genre mal wieder wechseln. Ich glaube, das ist irgendwie auch mal wieder Zeit. Ansonsten war es mir eine Freude. Bitte? Ja, na, oh, Piano ist einfach unterschätzt. Nein, also ich wünsche euch was. Schön, dass ihr zugehört habt. Macht's gut. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Beim Stu ein bisschen mehr als bei Max. Aber Max, du hast es dieses Mal nicht geschafft, mir den Film kaputt zu reden, wie du es bei Underworld sehr wahrscheinlich geschafft hast. Ach, es war mir auf jeden Fall eine Freude, den Film mal wieder zu sehen. Ich mag den irgendwie an alle Zuhörer. Ganz ehrlich, hört nicht auf das, was Max sagt. Also, er hat damit Unrecht. Und freue mich wirklich aufs nächste Mal. Und wünsche euch soweit noch einen schönen Tag. Bis dann. Well, for once, pour yourself the most inviting glass of beer you've ever tasted. When the film is started, see what is happening.